größter Magier Deutschlands und Österreichs, weil da sprechen die auch Deutsch. Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute kommt endlich mal wieder ein vernünftiges Zaubervideo. Vielleicht merkt ihr den kleinen Unterschied hier an der Qualität und dem ganzen Quatsch so, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Ganz schön kalt geworden jetzt hier in Deutschland. Wenn es so weitergeht, Mensch, dann verlasse ich das Land. Ja, in irgendeine schöne Stadt, wo es warm ist, Miami oder sowas. Wie auch immer, wie versprochen, im letzten und vorletzten Video kommt heute das Zaubervideo auf der Gamescom. Wir sind ein bisschen auf der Gamescom rumgelaufen, haben aber mehr spontan gefilmt, als jetzt eigentlich geplant. Ich meine, klar, wir hatten alle Kameras dabei, aber wir haben jetzt nicht damit geplant rumzulaufen und wirklich so richtig Street Magic zu machen, sondern wir sind einfach rumgelaufen, haben gewartet, bis irgendwie uns jemand anspricht, haben dann ein bisschen mit den Zuschauern gequatscht und so und einfach eine coole Zeit gehabt, dann einfach auch noch eine Runde gezaubert. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt, deshalb viel Spaß. Und eine kleine Sache noch, das Problem auf der Gamescom ist natürlich, dass es ultra laut ist immer. Also es ist wirklich richtig laut, das Problem ist, es ist immer Hintergrundgeräusche, Musik, andere Leute und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich jetzt meine Sachen alle nochmal vertont und die Sachen, wo dann die Zuschauer sprechen, einfach Untertitel drunter gepackt. Ich hoffe, das ist okay so. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß und wir sehen uns beim Outro. Denk mal an eine Karte, das ist ein Gedankenleser-Trick, okay? Pass auf, du hast eine Karte jetzt im Kopf. Ich glaube, es ist eine Zahlenkarte und ich glaube, es ist eine niedrige Karte. Aber ich habe hier eine Vorhersage gemacht. Zum ersten Mal. Bevor du es aufmachst. Ja, gib sie ihm in die Hand. Aber noch nicht aufmachen. Ganz laut, was war deine Karte? Mach mal die Hand zu einer leichten Faust. Ich versuch mal was, und zwar, kennst du den Trick, wo der Zauberer von der Bühne verschwindet und im Publikum erscheint? Nein? Perfekt. Stell dir vor, als Zauberer aus dem Bühne, großes Publikum, große Rauchwolken und was ist denn der Zauberer? Selbstporträt. Pass auf, wenn wir den Zauberer hier einmal nehmen, verschwindet der Zauberer von dem Rand und erscheint im Publikum. Wir sind ein sehr kleines Publikum mit 5 Leuten. Mach mal deine Hand ganz langsam auf und wir sind... Okay, ich bin vorbereitet. So, wir haben hier 52 verschiedene Karten, richtig? Ja. Von vorne alle unterschiedlich, ja. Von hinten alle gleich. Ja. So, pass auf. Sag mal irgendwann Stopp. Stopp. Okay, schau die Karte an, merkst du dir? Ja. Hast du? Ja. Zeigst du auch mal hier überall hin? Ja. Perfekt. Ja, also. Ja, genau. So, jetzt hast du direkt eine Karte, den Elefant vorbei. Die Karte ist nicht oben, richtig? Ist nicht deine? Nein. Das ist auch nicht deine, aber schau mal die 4. 1, 2, 3 und die 4 wird zum Ass. Wie? Hör auf! Ja, Magier! Moment, wir haben hier bestimmt irgendwie so einen Holzhaufen. Bestimmt. Wir können ihn jetzt endlich mal verbrennen. Warte mal, halt mal fest. So, die waren noch ein bisschen übrig vom letzten Trick. Mein Trick! Ich kann auch nicht mehr. Ich zeig dich auch schon so jetzt. Die verschwinden.
diesmal versuchen wir es nochmal. Sag mal irgendwann Stopp. Stopp. Diesmal merkt ihr mal die Karte, ohne dass ich sie sehe. Ja. Okay, hast du? Ich zeig's dir nochmal hier mal. Okay. Okay, danke. Perfekt. Dieses Mal, welche Karte auf eine spezielle Art und Weise finden? Das ist mein Lieblingstrick. Pass auf, die Karte ist nicht oben, richtig? Die Karte ist auch nicht unten, das heißt, die Karte ist irgendwo in der Mitte. Okay. Wir können uns jetzt lang nur, das kann ich eine persönliche Frage stellen, oder? Ja, hab ich was gefunden? Keine Karte, richtig? Gar nichts. Du hast jetzt eine Karte dir angeschaut. Und ich weiß jetzt, eine Karte könnte eventuell anders schmecken, außer jetzt natürlich die Karte da. Deshalb, ich werde jetzt eine Karte finden. Ja, das war die Karo Dame. Okay, gut, jetzt habe ich schon mal eine Fährte. Ich mache es ein bisschen schneller. Lärm ich kurz auf. Komm mal her. Ja. Hä? Ja, klar. Junge, ist gut. Sieht mit der aus, was heftig, Mann. Ja, das war's auch wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Meine Stimme ist immer noch kaputt. Ich bin immer noch relativ krank. Aber, ey, wenn es so weitergeht, ich sag's, ich gehe nach Amerika. Da ist schön warm noch und so. Und also hoffe ich, naja, wie auch immer. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches euer Lieblingszaubertrick war. Hier geht's zum Gamescom-Vlog, wo wir einfach nur ein bisschen gevloggt haben und Spaß gehabt haben. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich einen Workshop in der BAM School gebe, dann schaut euch einfach das letzte Video an. Da erfahrt ihr das auf jeden Fall. Und dann würde ich einfach sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.